Aufwärmen mit Eisbär Otto. Das Maskottchen des Rostocker Zoos war auch beim 6. Winterlauf am 23. Februar dabei. Schließlich wurde der Benefizlauf durch den Barnsdorfer Wald vom Triathlon-Club FICO Rostock und dem Zoo gemeinsam organisiert. Rund 200 große und kleine Sportfreunde wollten mit dem Startgeld von 1 Euro pro Kilometer zugleich etwas Gutes tun. Die Einnahmen kamen zum einen der Nachwuchsarbeit des Triathlon-Clubs zugute, zum anderen wurden damit Projekte des Natur- und Artenschutzes unterstützt. Es gibt zum Beispiel das Zootier des Jahres, das ist der Gibbon. Und wir unterstützen seit einigen Jahren den Gelbwangenschopf-Gibbon in Vietnam auf den Zuchtstationen, dass dieses Tier nicht ausgerottet wird und dass wir die Ursprungsbiotope dieser Tiere schützen können. 3, 2, 1. Und der Start ist erfolgt. Nach dem Startschuss beim Wikinger Spielplatz in der Nähe der Jägerhütte machten sich die Läufer und Walker auf die abwechslungsreiche Strecke, die vorbei an Wildhunden und Robben führte. Laufen konnte man 2,5 Kilometer, 5 Kilometer oder 10 Kilometer. Und das einzeln oder in der Staffel. Also tatsächlich ist das Besondere, dass die Laufstrecke durch den Rostocker Zoo geht. Und das ist, macht es auf jeden Fall reizvoll. Wann kann man schon mal im Rostocker Zoo organisiert laufen? Dann geht es in den wunderschönen Barnsdorfer Wald, den viele Rostocker auch kennen, als Naherholungsgebiet. Also wunderschön, die Strecke auch entsprechend abgesichert und markiert, ausgemessen. Das kommt noch dazu. Und die Teilnehmer können danach, nach dem Lauf, im Prinzip kostenlos ins Zoo gehen. Das ist einfach ein Novum, das gibt es in der Form nicht. Und wir sind da auch sehr froh in der Kooperation mit dem Rostocker Zoo, dass es so gemacht wird. Zieleinlauf war wieder der Zoo beim Ausgangspunkt nahe der Jägerhütte. Auf jeden Finisher wartete natürlich eine Urkunde und eine kleine Stärkung. Großartig war das. Schön, man läuft nicht jeden Tag im Zoo und tolles Wetter. Ja, tolle Veranstaltung, war wirklich eine schöne Strecke. Dass sie vor allen Dingen durch den Wald geht, dass man nicht immer nur auf Asphalt läuft, sondern auch mal die Abwechslung hat. Und natürlich Zoobesuch, ne? Anstrengend, schön, kalt, aber ein super Lauf, oder? Ja. Erstes Mal unter eine Stunde gelaufen. Super, frei. Hat Spaß gemacht. War ganz toll. Also die Atmosphäre. Und es ist ja auch Winterlauf und es ist heute so ein tolles Wetter. Ne? Und meine Tochter ist auch mitgelaufen. Und 5 Kilometer mit ihr bin ich mit ihr zusammen und dann nochmal 5 Kilometer alleine. Es war schön. Der Winterlauf wurde erneut durch die Gesundheitskasse AOK Nordost unterstützt. Der Zoo und der TC FICO konnten sich am Ende über einen Erlös von 1.200 Euro freuen.